Hallo und willkommen zu einem neuen Part Far Cry 3 mit mir, der Sandy438 und dem Gastmoderator Vienna Analytic. Hallihallo. Ja, unser Ziel heute war es ja, diesen Funkturm hier zu aktivieren. Ich möchte mich allerdings. Was blinkt denn da so? Nee, nicht hier unten am Boden, da. Achso, ja, das wollte ich mir ja gerade angucken. Ist das M Munition? Aha. Ich habe. Ich glaube, ich muss einfach nur Munition. drüber gehen und nicht die Leertaste drücken, aber Ja, okay. ist sehr gut. Aber hier muss ich die Leertaste. I. Ach so, Entschuldigung. Ja, also sehr gut, dass meine jeder sehr, sehr, sehr regelt. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht einen Schritt näher hingehen, das wäre nicht ungut. Der hat keine Schuhe im Übrigen. Ja, Einwohner. Die machen das wahrscheinlich so. Ist das eine Tankstelle? Ja, scheint so. Interessante Idee. Eine Zapfe. Ah, Geld. Money, money, money. Hey, ich habe versprochen, dass wir da reinschauen. Ja, ich weiß. Aber das geht nicht. Das ist gerade besetzt. Okay. Ja, so ist das, Leute. Immer dann, wenn man am dringendsten braucht. Ist es besetzt? So ist es. Ja, auf die Flasche schießen. Wer kann das lassen? Hey, sie kann es wirklich lassen. Na komm jetzt, schieß auf Aber die ich Flasche. treffe Rechte nicht. Maustaste zielen. Probe. Pam. Ich treffe nicht. Aber ich habe Ich echt lang, treffe also nicht. ich habe echt lang gebraucht. Ja, na echt, ja, na natürlich. Ich meine, stell dir mal vor, im Normalfall muss schnell gehen, ja. Du hast einer harmlosen Flasche in den Hals geschossen. Das gesagt, ich soll's tun. Ja, machst du alles, was ich sag? Die Flasche kann sie nicht wehren. Sie war so weit von zu Hause entfernt. Wo ist das Zuhause von einer Flasche? Ja, das weiß ich immer auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gerade richtig laufe, aber ich laufe einfach Das mal muss der Funkturm sein. durch den Dschungel. Geht zum Funkturm. Entspannende Musik setzt an. Also normalerweise würde ich mich ja bei sowas hier extrem schon fürchten, aber ich weiß, dass nichts passiert. Außer eine Schlange, die uns bestimmt gebissen hätten, hätten wir uns nicht gewehrt. Okay. Dann gehen wir mal den Funkturm. Nein, wir nehmen vorher noch die Kisten. Jokerspielkarten. Dass man sich der einfachste alles nehmen kann, weißt? Vor ein paar Minuten wollten sie separat noch in die Birne ballern. Ja, und hier, ja, das ist meine Kiste, Mann. Neues Tutorial. Funktürme. Aktiviert Funktürme, um die Karten aufzudecken. Waffen kostenlos im Shop freizuschalten. Neue Gesundheitsübergabeaufgabe freizuschalten. Das ist doch Gesundheit, oder? Oder ist das Neue über. Plus Übergabe Aufgaben freizuschalten. Neue Plus Übergaben Aufgaben freizuschalten. Ah, Übergaben Aufgaben. Gibt es da zusätzliche Quests oder so? Ja, du kannst, was ich weiß, so Dinge machen. Ja. Aber ich weiß es. Nein, ehrlich, ich. Also nochmal, um das Ganze etwas genauer zu euch zu erklären. Ich kenn's ab hier überhaupt noch gar nicht, ja? Also Ja, so ist ich es. kenne es leider schon, da ich mir die Quest Leider, sagt sie. angeguckt habe. Die. Ich wollte es gar nicht spielen selbst. An sich. Ich wollte mir die Story angucken, weil mir die sehr gut gefallen hat. Wirklich äußerst sehr gut. Sie hat sich hinreißen lassen. Genau. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ich gucke es bei einem Let's Player, gucke mir die Story an und dann habe ich es. Aber. Runtergucken. Tja. Ist jetzt wohl doch anders gekommen. Aber ich habe mir erst, glaube ich, bis zu 13 Parts angeguckt. Das heißt, es gibt noch einige Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, das glaube ich auch. Also, ich kenne noch lange nicht alles. Ja, gleich drüber hupfen. Ja, wie ist der schnellste Weg nach unten nochmal? Hier über das Geländer. Danke, Mann, danke. Du hast mir sehr geholfen.
Was ich weiß, kann man ja auch Relikte finden. Deswegen würde ich mich sehr, sehr gerne bei diesen ganzen Plätzen hier umsehen und schauen, was ich so finden kann. So, okay. Das ist so die ganze Insel. Eigentlich finde ich das hier so wunderschön gemacht. Also ehrlich, Respekt. Und wir können so und so nur hier. Muss ich da hüpfen? Ja. Seilrutsche. Und du kannst die Waffe dabei benutzen. Ja, das ist sehr praktisch. Nette Fahrt, hä? Der Grinser ist gut. Gut. Zeig mir deine Karte. Mit M, okay. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. So, ich sehe gerade, Zoom ist auf dem Mausrad, was für mich irrsinnig praktisch ist, da mein Zoom ungefähr so funktioniert, dass er nie das macht, was ich will. Seht ihr? Ich habe nach vor gedreht und was macht er? Jetzt habe ich gar nichts gemacht und er tut aber immer noch weiter. Maus also, kaputt. Ja, also die Maus nicht, aber das Mausrad ist bei mir hinnig. Und das nervt bei manchen Spielen extremst. Aber ich bin froh, dass ich mich da auch so... Ja, der Rest, den haben wir noch nicht so aufgedeckt. Ich glaube gar nicht, dass man bei dem, was du jetzt siehst, momentan ziemlich viel scrollen muss. Wieso muss... Achso, erst jetzt können wir da ein Tier sein. Okay, dann lasse ich es mal auf so. Das ist ein Auto, das sind wir, das ist das Amanaki-Dorf. Ich glaube, das hier ist sogar schnell reisen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was ist eigentlich das hier? Eine Legende wäre cool, aber... Ja... Ehrlich, was ist das? Steht hier drunter Reihersitz. Ist das das, was wir vorher gesehen haben, als sich beim Funkturm dann so die Gegend gedreht hat? Da war ja so ein alter Kirchenloch. Ja, das würde ich mal meinen, dass das ist. Ja, da muss man echt viel erkunden, weil ich würde schon gerne ein paar Relikte sammeln und alles. Ja, mach, ich halte dich nicht auf. So. Du sollst den Dschungel erkunden, aber ich meine, ja, du, geht einfach. Erkunde den Dschungel, Junge, und bring mir was mit. Okay, was willst du denn? Hey, da hinten, Karre. Ja. Aber irgendwie, wie stecke ich in die Waffe weg? Drück mal hier auf Zirkumflex. Probe. Na, Zirkumflex schon gedrückt? Nein. Naja. Warte, ich muss dorthin. Achso, er steckt so automatisch weg. Hey, das ist ja cool. Okay. Seltsam. Was? Ah. Aha. Können wir schon? Peilwurzel. Grünes Blatt. Na, ist sehr interessant. Ich glaube, wir schauen uns im Dorf später um und fahren jetzt aber erst einmal mit der Karre umeinander. Ja, aber ich würde gerne hier mir erst Punkt A die Karre ansehen, bevor wir einsteigen und losdüsen. Und Punkt B möchte ich gerne wissen, wir haben ein grünes Blatt aufgehoben. Das kann jeder Idiot im Prinzip, oder? Ich meine, dazu brauchst du nicht viel. Du brauchst nichts im Hirn zu haben, verstehst du? So, das ist sie. Um ein grünes Blatt aufzuheben, brauchst du nichts im Hirn zu haben. Ja, die Frage ist abgeschnitten und nicht aufgehoben. Was sagst du jetzt? Die Frage ist, was ist das für eine Karre? Schau mal aufs Lenkrad, bitte.
Geht nicht. Geht nicht? Ja, ich kann nur links, rechts. Oh mein Gott, was ist das für eine Karre? Ich möchte wissen, ist das ein Talbot oder was? Beschleunigung und Bremsen, E und S, die Lenken, leer Handbremse. Oder ist das ein Lader? Zurück einsteigen, verlassen. Ich glaube, ein Lader ist nicht. Sehen. Mosquitsch. Sitz wechseln mit sich. Okay. Man kann sogar nach hinten sehen. Vielleicht ein Talbot oder ein Lader? Ach, ja, wir haben es da schon. Okay. Ich krieg das schon hin, keine Sorge. Wohin müssen wir eigentlich? Das ist den Dschungel erkunden. Genug erkundet. Und? Irgendwie ist es ziemlich smooth, die Steuerung hier gerade. Also so habe ich jedenfalls das Gefühl. Nach rechts oder nach links? Egal, wenn wir mal irgendwo woanders ankommen, was wir eigentlich sollen, ist das auch nicht so schlimm. Können wir ein bisschen aussteigen und weiter erkunden. Außer wir müssen schießen, dann ziehe ich die Flucht vor. Ja, was mich auch interessieren würde hier, Gaudi halber. Darf ich das Auto von vorne nochmal sehen? Näher. Oh Mann. Näher. Was ist das für eine Automarke? Siehst du, jetzt kannst du das Lenkrad sehen. Ja, jetzt nutzt man nichts. Jetzt ich, von hinten bitte, von hinten, als Auto. Ja, also, ich bitte dich, ich möchte jetzt... Näher. Noch näher, so. Kann man nicht die Koffer öffnen? Keine Ahnung, was ist das für ein Auto? Ist das ein Ford? Nee. Also mir ist es jetzt mal total egal, weil ich möchte jetzt wissen, was das ist. Oder ein Chevy kann es sein, ein Chevy. Egal jetzt. Egal Leute, wenn ihr wisst, was das für ein Auto ist, kommt da unten. Das ist dieses und dieses Auto, dort und da gebaut, Baujahr, PS und so weiter. Wisst schon. Irgendwas wollte ich sagen. Genau, wegen dem grünen Blatt. Was mich interessiert, ja, nur du natürlich gleich wieder Kisten plündern. Klar. Mich würde interessieren hier, erlangt man in diesem Spiel automatisch Wissen dazu, so, hey Mann, das ist kein grünes Blatt, sondern das ist, dies und jenes und mit denen kannst du das und das? Ja, das kommt noch. Dort fahren wir ja gerade hin. Ach so. Der hat einfach eine Sau aufgehängt. Was ist eine? Zwei, drei? Oder vielleicht ist das auch eine Sie, aber hier wohnt kein Mensch. Oder sie sind noch nicht da, weil wir eigentlich noch hier gar nichts verloren hätten. Kann ja, vielleicht sind, vielleicht sind sie auf Arbeit. Was das für eine Karre ist, möchte ich wissen. Ja, aber ihre Arbeit ist ja uns das Leben schwer zu machen. Hä? Wieso steigt ihr jetzt wieder aus? Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen getrollt, aber ist okay. Irgendwie steuert mich die Ansicht. Weil ich bin normalerweise gewöhnt, das Auto vom gänzlichen Außen zu sehen und nicht... Uah! Na bist du der? Oh ja, jetzt bock ich voll gerade nicht. Oh Gott, jetzt weiß ich, wie das Gefühl ist, wenn dann jemand vors Auto rennt. So, genügend eingepackt. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Siehst du, das haben wir schon eins von zwei grünen Blättern. Warum bist du vorher ins Auto dreimal ein- und dreimal ausgestiegen? Weil ich vergessen habe, die E-Taste loszulassen. Ich habe gedacht, wir müssen es erst mal Zirkumflex. Also ich habe gedacht, wir müssen erst... Jetzt warte kurz. Ja, dann steckt er die Waffe wieder weg. Nein. Oh Gott, ich bin so gut in dem... Ist urgescheit, mit einer Revolver aus 20 Meter Entfernung zu ballern. Achso, ja, ich wollte nicht, dass es mich angreift. Was? Was ist das? Ein Schwein? Hey, ich möchte nicht, dass das Schwein mich angreift. Das ist ein Schwein, das läuft weg, wenn man drauf schießt. Ach so. Das ist nicht Gotik hier. Ich will es nicht an. Ach so, ja, aber Gotik hat es ja immer angegriffen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht ein Schwein töten. Das sieht aus wie Vampirzähne, aber ich will ja nichts sagen. Jetzt lauf nicht weg von mir, ich will ja nichts Böses. Na gut, das war jetzt eigentlich auch eine Lüge. Nein, wer? Wer, du läufst denn den Fluss hinein?
Wieso sehe ich das Ding eigentlich nicht? Also ich sehe es schon, aber es ist eher so geistermäßig. Wahrscheinlich, weil es zu weit weg ist. Möglich? Ja, wahrscheinlich das. Warte ich gleich mal ein bisschen. Stopp. Stopp. Und halt die Waffe etwas höher. Ziel etwas höher, nur etwas höher, Solo. Nicht so weit. Jetzt, bam. Na, euer. Oh ja. Das haltet aber viel Schwein. Viel hat, Schwein hast du. Das, das Schwein hat große Schwein. Panzerjackenschwein. Oh Gott. Ja, damit sowas muss man, wenn man mit mir... Ja, es wird sich eh noch bessern, hoffentlich. Das war jetzt bestimmt voll das leere Versprechen von mir. Es wird sich eh noch bessern. Ja. Ja. So gut. Du schaffst das. Ja, das hat eh schon schreiben müssen. So, jetzt wird es gleich ein bisschen eklig. Ich warne euch nur vor. Also ich hasse es. Das ist noch schlimmer wie bei Red Dead Redemption. Also ich finde es bei Red Dead Redemption doch etwas brutaler. Meinst du? Ja, aber einiges. Aber da sieht man nicht direkt das gleiche, das ganze Fleisch. Und da sieht man aber das ganze... Was hast du jetzt dann aufgehoben? Rotes Blatt. Rotes Blatt? Das wird dann noch im Menü erklärt, keine Sorge. Das können wir uns ja dann gleich angucken. Wo ist denn das andere Bildschirm jetzt? Oh, ich achte nicht auf die Sandro, aber wir haben eh noch Zeit. Mhm. So. Jupp, das ist es eigentlich schon. Komisch, ich dachte, es wären wenigstens ein paar Kisten hier, aber... Aber das ist eigentlich seltsam, wieso sind da so komische... Ach, ich übersehe die einfach. Das ist natürlich auch ein Grund. Ach ja, genau. Wenn Kisten dort sind, dann sind da so Diamanten. Die werden ja angezeigt, die Kisten. Das erleichtert natürlich. Aha. Put. Alter, ich hab das ange... Hab ich das überhaupt getroffen, das Ding? Ja. Und wieso ist da noch nicht so ein komischer Vampirzahn drüber? Vampirzahn. Nicht weglaufen. Siehst du? Ach so. Jetzt ist klar. Ja, was? Wenn ich was anvisiere. Verstehst mich? Wenn ich was anvisiert habe. Ach so. Wir laufen gerade in eine total falsche Richtung und irgendwie macht mir das Angst, weil ich nie weiß, wo Piraten sind. Aber okay. Aha. Wenn man es also so komisch sieht, dann ist es also quasi... Irgendwo dahinter, hinter einem Berg oder so. Oder hinter einem Strauch, ja. Oder hinter einem Strauch oder hinter einem Stein. Du schießt also und kannst es gar nicht treffen. Ja, ich weiß. Nee, wir werden es schon bessern. Hust. Kann man da nicht runterklettern? Da bin ich genial. Ja, geht sogar. Dann sind wir unten. So. Schwerster Ding mit Wildschwein erledigt. Grünes Blatt und blaues Blatt. Und rot brauchen wir eh nur eins. Warte, das check ich nicht. Wieso war das grüne Blatt bei uns vorher, wo wir es abgeschnitten haben? Wieso hatte das so weiße Blüten und hier nicht? Also, wir schwimmen jetzt zum ersten Mal. Das ist cool. Aber wie tauche ich? Achso, einfach nur unter Wasser. Haben wir hier eine Luftbegrenzung?
Ja, würde mich auch interessieren. Da hinten ist noch ein rotes Blatt. Ah, er macht schon Geräusche. Also sind die grünen Blätter rum? Na, oh hey da! Bist du ein Nachricht, hat mich jetzt gerissen. Kann mich kein Mensch vorwarnen, dass da ein Krokodil im Fluss ist. Ich hab das gar nicht gesehen. Wow. Wie ist denn das jetzt hergekommen? War auf einmal da. Ich wollte noch sagen, hoffentlich sind da keine Piranhas oder so. Aber welche? Piranhas. Oh, danke. Ich darf nochmal zwei Wildschweine. Das ist aber sehr, sehr lieb. Wo sind wir eigentlich? Ich will jetzt echt nicht irgendwie mich beschweren, aber Marina, hä? Achso, wir haben dort drüben unser Auto geparkt. Aber sind wir jetzt beim Originaleingang reingekommen. Aber das ich gehe nie wieder tauchen. Nee. Das suchen wir uns jetzt. Was? Na, jetzt machen wir Wildschweinjagd hier. Aber wir gehen dann zum Fluss und schauen mal, ob wir da so ein Krokodil sehen. Das Krokodil von Nil. Nicht dort reinspringen. Da wärst du noch tot als. Dass wir dann in Wart erzählen können. Wir haben ein Krokodil gesehen. Also gut. Du schaffst das. Hab ich dich. Weißt du, in keinen anderen Parts. Ich hab das. Was? Fragezeichen. Ja, Flarasa, ich werde. Ja, ich hab Fragezeichen. Ne? Und ich werde Let's Plays gerade. Aber das schreibe ich ihm jetzt nicht. Das wird eine Überraschung für ihn werden. Er hat mir auch mal gesagt, das Spiel wäre genau was für dich. Sieht man ja, wie gut ich bin. Weißt du, ich habe ja die Parts von Flarasa gesehen und er ist da drin getaucht. Und ich habe sie noch beim anderen Let's Player gesehen und der ist auch da drin getaucht. Aber keiner von beiden wurde von einem verdammten Krokodil angefasst. Ja. Ich fühle mich echt. Da siehst du wieder, du bist nicht nur ein Projektilmagnet, nee, du bist auch ein Krokodilmagnet, ne? Es geht. Naja, ich hätte gedacht, das erste Krokodil oder sowas, das wird noch warten, aber... Ist aber gut gemacht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Applaus. Weil, hallo, hat voll realistisch ausgesehen. Ich meine, genauso stelle ich mir das vor, wenn ich meine, sage realistisch. Ja, es war realistisch genug für mich. Für meinen kleinen Schock. Die Sand ist stehen geblieben. Oh no. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie lang der Part schon ist. So, Leute. Man muss die immer schütteln, bevor man sie umdreht. Schüttel mich und rüttel mich. So, markiert ist er schon einmal. Oder wird das gleich sein? Oder auch nicht? Ist das überhaupt ernst? Oh. Hin und gleich 3-4 Mal ballern. Jetzt bam, rechte Maustaste und so weiter. So, also wir werden es jetzt noch schnell halten. Und beim nächsten Part werden wir uns um das blaue, in Klammer schwierigstes Blatt kümmern. Wartet. Ja, und im nächsten Part können wir dann nochmal bitte gucken zu dem, na du weißt schon, Fluss hier. Zu dem Fluss, ja, wegen Krokodil. Ja, das blaue Land. Ah, ja beim Krokodil. Plünderung nicht möglich. Beuterucksack voll. Ach, super. Okay, mit diesem ganzen Problem werden wir uns ja im nächsten Part beschäftigen. Ja, definitiv. Zusehen, Leute. Das wird sicher nett. Weiß ich jetzt schon.